Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. November 2018 nach vedischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und ein platonischer Monat dauert etwa 2.000 Jahre und wir befinden uns gerade im Wassermann-Zeitalter. Vor Jahr 2000 waren wir noch im Fischen-Zeitalter und etwa Jahr 4000 folgt dann die Steinbock-Zeitalter. Dadurch verschiebt sich die Frühlingspunkt und diese Verschiebung nennt man Präzession und genau diese Präzession wird berechnet berücksichtigt in indischen Astrologie, so wie die Astronomen das auch berechnen. Und aus dem Grund erzähle ich das, nicht wundern, wenn ich erkläre, Sonne, Mond und die Planeten hier und dort befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Dazu kommt noch, dass in indischen Astrologie gibt es die Mondhäuser. Das ist ein lunares Kalendersystem, das wird auch noch berücksichtigt. Hier in diesem Bild erscheinen die vier Elemente. Das sind die vier Grundelemente. Die Feuerelement ist die Begeisterung, aktiv, zeigt Kraft und Mut, setzt etwas in Bewegung. Man könnte sagen, Feuer und Flamme zu sein von etwas, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, das ist Feuer. Die Erde-Element zeigt die Realität, die Bodenständigkeit, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, auch finanziell. Und das Gefühl zu haben, wir haben ein sicheres Boden unter unseren Füßen. Dann das Loslassen von vieles, Verabschieden, Befreien, endlich aufatmen und diese Leichtigkeit kommen, zeigt die Luftelement, auch die Kommunikation, die Verbindungen, weil die Worte werden durch Luftelement vermittelt. Und dann sind wir bei unserem Unbewussten und dazu gehören auch unsere Träume, unsere Visionen, aber auch unserem Gefühlszustand und das ist Wasserelement. Die fünfte Element ist die Äther oder Prana, das ist die Verbindung zum Göttlichen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Das heißt, bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont auf. Bestimmt die Monatsthema. Das ist wie bei Zug die Lokomotive. Die Tierkreiszeichen zieht das alles. Die Lokomotive ist gerade die Tierkreiszeichen Skorpion. Hier befindet sich die Sonne. Ich könnte sagen, wie Helios zieht die Sonnenwagen nach oben bis Mittagssonne und dann geht wieder nach unten. Und das ist das Hauptthema. Die Skorpion-Eigenschaften, die Transformation, die inneren Kraft zu entdecken und die Sexualität leben, aber auch auf unsere magische Ausstrahlung achten. Immerhin, Skorpion ist die wahre Magie. Die Tierkreiszeichen Stier, in Tierkreiszeichen Stier befindet sich Mond. Bei Sonnenaufgang ist noch im Tierkreiszeichen Stier, aber im laufenden Tagen übergeht dann in Tierkreiszeichen Zwillinge, wechselt die Elemente, verlässt die Erde-Element und übergeht dann zum Luftelement. Aber ich setze momentan vielleicht so im Grenzbereich. Gestern war Vollmond. Das bedeutet, Sonne und Mond waren gegenüber. Mond bewegt sich schneller
als die Scheinbewegung, die Sonne, verlässt diese Position und hat begonnen die abnehmende Mondphase. Und diese Zeit eignet sich dafür, etwas beginnen, was abnehmen soll, aber darauf achten, das Halbmond ist unpassend, weil Halbmond ist immer eine Spannung, keine gute Zeit, etwas Neues starten. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars hier zum Luftelement. Im Horoskop befindet sich die Tierkreiszeichen Wassermann im tiefsten Punkt des Horoskopes und das ist die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes und auf dem Kraft kann man bauen. Und wir brauchen zurzeit die Kraft. Und in diesem tiefsten Punkt des Horoskopes, wo die Basis ist, sind auch unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Heimat, aber auch unserem Zuhause, des eigenen vier Wänden. Und damit wir Kraft haben, brauchen wir gerade diesen Rückzug. Natürlich kann das auch bedeuten, dass wir gerade die Kraft in diese Richtung einsetzen. Und bei vielen, besonders bei die Wassermann-Geborenen, bedeutet das wohnliche Veränderung oder sogar ein Umzug. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet bei Merkur-Energie, wir verschlucken gerade die Worte. Es ist schwierig, das zu sagen, was wir denken und fühlen. Wobei ich muss dazu sagen, manchmal ist es besser zum Schweigen. Wie sagt man das ganz schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch wie eine Bremse, besonders wenn es um Terminen und Verträgen geht. Es ist alles so zäh, es geht nichts voran. Aber die Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit, entweder karmischen Erinnerungen oder das alte Wissen kommt hoch. Und das setzt etwas in Bewegung oder jemand meldet sich von vor Vergangenheit. Merkur befindet sich nach dieser indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter zeigt unsere Größe und bedeutet unserem inneren Sonne. Und mit diesem inneren Sonne sollen wir auch bewusst sein, zu unserem Werte zu stehen. Und daran liegt auch die Weisheit und auch Glück. Weil Jupiter, wenn wir dieses Licht haben, dieses inneren Licht, und können wir unseren Schicksalsweg beleuchten, dann bringt Jupiter uns Glück. Und sorgt für die Gerechtigkeit, zwar um die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kommt auf uns immer zurück. Das ist ein Gesetz und dafür sorgt Jupiter. Es gibt viel Ungerechtigkeit in unserem Leben und Jupiter öffnet unsere Augen, weil das ist auch weise, das auch zu erkennen. Jupiter befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion ist Wasserelement, also ich setze Jupiter zum Wasserelement. Venus ist die Planet der Liebe, des weiblichen Energie, bedeutet aber auch Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie und Frieden. Man könnte sagen, alles was schön ist, verkörpert Venus, Aphrodite. Venus befindet sich in der Kreiszeichen Waage und fühlt sich sehr wohl, das ist so eigenen Reich, Venus beherrscht den Waage. Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage und das gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Von der Energie her, Mars und Venus passen gut zusammen. Und das ist die beiden Liebesplanet. Sie haben sich auch geliebt. Ihren Sohn heißt Amor und bringt Liebe auf uns. Man sagt, wenn Amor jemand getroffen hat mit seinem Pfeil, dann wird man verliebt.
Damit ändert sich, beziehungsweise mit Saturn ändert sich die persönlichen Planeten und Saturn grenzt ab, zieht die Energie nach innen, konzentriert. Also das heißt, Saturn erdet, setzt sich Saturn in die Mitte. Und Saturn befindet sich nach dieser indischen Berechnung in der Kreiszeichen Schütze, also zeigt die Feuerelement. Und das ist auch sehr wichtig, weil hier haben wir die Lernaufgabe und den Lebensbereich, wo auch Saturn uns diese Lernaufgabe erteilt, das ist die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Wir haben aber noch die äußeren Planeten. Aber bevor ich das sage, erstmal einen Blick werfen auf die Elemente, weil das beeinflusst unseren Alltag. Und das sind die persönlichen Planeten. Und das ist nicht schwer zum Erkennen. Die Feuerelement fehlt. Saturn zwar zeigt in dieser Richtung, aber nur aus dem Grund, damit wir das lernen. Weil hier haben wir gerade Lernaufgabe. Und das ist die Feuerelement und dazu gehört die Tierkreiszeichen wieder mutig zu sein, etwas Neues starten und auf die Energiefeld achten, auf die Zeitqualität, mit welchen Energie wir etwas beginnen. Hier ist die goldenen Felder wieder und das ist nichts anderes wie unserem Aura, unserem Ausstrahlung, dieser goldenen Farbe. Ist dann auch die Anziehungskraft und daran liegt auch das Glück. Weniger Glück haben wir mit Farbe Grau, weil das würde bedeuten, wir haben überhaupt keine Ausstrahlung und das ist Kraftlosigkeit, Zweifel, Angst. Also es ist wichtig, auf die Ausstrahlung achten, auf diese Energiefeld achten. Dann sollen wir auf die Tierkreiszeichen Löwe auch mal achten, die Tierkreiszeichen Löwen symbolisiert die Selbstbewusstsein, damit auch bewusst zu sein und das auch in Ausdruck bringen, uns mal in die Mitte stellen, uns bemerkbar machen, dass wir mal sichtbar sind und nicht immer übersehen werden im Leben. Und die dritte Feuerelement ist die Schütze und da befindet sich Saturn und das ist die große Reise, eine große Abenteuerreise im Leben. Wenn wir uns bewegen in alle Richtungen, haben wir wahnsinnig viel Stress und das fühlt sich als Orientierungslosigkeit an. Aber mit Zielen, mit diesem Schütze-Energie, das ist Glück. Und die Richtung zu bestimmen, das zum Sehen, Ziele zum Setzen, da die Energie lenken, zwar konzentriert, dann sorgt Jupiter dafür, dass wir unsere Ziele erreichen. Das ist Erfolg. Und diese Einstellung, diese optimistische Haltung haben die Schützengeborenen. Aber ohne Ziele wird das nichts. Entsteht nur Nervosität, Orientierungslosigkeit und Stress, ein Hektik. Außer die persönlichen Planeten haben wir auch die äußeren Planeten. Die äußeren Planeten sind Uranus, Neptun und Pluto. Sie bewegen sich ziemlich langsam und wirken oft jahrelang. Uranus ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet karmischen Themen oder Vergangenheit, eine gewisse Bremse in manchen Fällen. Aber die Essenz Uranus ist immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Überraschungen im Leben. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen wieder. Ich setze zum Feuerelement. Neptun ist noch rückläufig, wird aber im Stillstand und direktläufig. Neptun ist der Planet, die Vision, die Träume. Künstler brauchen die Neptun-Energie. Das ist die Inspiration, das Bildhafte und hat einen Einfluss auf unsere Träume. Aber manchmal kommt durch Neptun-Energie auch eine gewisse Täuschung und dadurch auch Enttäuschung. Neptun hat oft
dieser benebelte Zustand, deswegen wird manchmal zum Alkohol oder Drogenabhängigkeit auch zugeordnet. Das ist weniger schön. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Pluto befindet sich im Schütze und sorgt dafür, dass wir im Inneren Kraft bleiben und hilft dabei, vieles loslassen im Leben, was diese Kraft raubt. Und so sind die Verteilungen. Welche Verbindungen haben wir? Mars steht in einer sehr schönen Verbindung zum Pluto und das ist Mars im Tierkreiszeichen Wassermann. Pluto in Tierkreiszeichen Schütze stehen gerade in enge Verbindung. Das ist wie ein Netzwerk. So kann man das vorstellen, wenn sie miteinander kommunizieren würden. Und diese Verbindung ist sehr gut. Die wirken auch aus unserem Leben. Bei Mars geht auf die Energie, auf diese Kraft etwas in Bewegung setzen. Bei Pluto ist so ähnlich. Das ist auch die Kraft, aber hier ist die innere Kraft. Also es ist sehr, sehr machtvoll, diese Verbindung. Mars steht nicht nur zum Pluto in einer schönen Verbindung, sondern auch Saturn. Saturn und Mars stehen eine sehr schöne Bindung und Saturn-Pluto auch. Also Saturn bedeutet, etwas in Ordnung zu bringen, dass wir etwas in Form zu bringen, dass es alles eine Struktur bekommt und dabei einiges lernen. Also das ist eine schöne Verbindung und so kommt alles in Form. Wir müssen die Energie, die Kraft nur in die richtige Richtung einsetzen und dazu brauchen wir klare Ziele. Uranus beeinflusst immer noch die beiden Mondknoten, die absteigende Mondknoten, und das hat mit Vergangenheit, mit alter Karma etwas zu tun. Und das befindet sich im Tierkreiszeichen Steinbock. Und die aufsteigende Mondknoten, den Drachenkopf, die Suche nach neuer Aufgabe, die Suche im Platz zum Leben, Neuorientierung. Und in diesem Weg bewegen sie sich gerade die Krebsgeborenen und wird sogar von Uranus beide Mondknoten aktiviert. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist wunderschön, jung und unschuldig, die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, und nun gut, ich habe das überlegt, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Du musst alle ihre Schwestern heiraten. Der Mond blieb nichts anderes übrig. Er liebte so sehr Rohini und ging auf diesem Angebot ein und er heiratete alle 27 Frauen, alle 27 Geschwister und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Aber die Lieblingsfrau ist Rohini. Das ist die große Liebe. Und unserem heutigen Mond befindet sich gerade in diesem Mondhaus Rohini. Und diese Verliebtheit ist gerade aktiviert. Wird auch von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen. Wir haben vier königlichen Sterne: Fomalhaut, Aldebaran, Regulus und Antares. Und eine davon ist Aldebaran, die Auge des Stieres, ein hell leuchtenden Stern im Himmel und zeigt den Weg. Und die Plejaden folgen dieser Weg. Und das bedeutet, die Augen offen halten, Ziele setzen, Klarheit bekommen, die Richtung bestimmen, vieles erkennen, das Positive in unserem Leben auch sehen, aber die Ungerechtigkeiten auch sehen und die Richtung, die Orientierung
ist gerade wichtig. Dazu die Augen öffnen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und die Neuigkeiten habe ich schon erwähnt, dass ich ab sofort auch WhatsApp-Beratungen mache. Und ich biete auch Handlesen an. Dazu habe ich extra ein Infovideo veröffentlicht über Handlesen und es ist auch buchbar, hängt auch zusammen mit Astrologie, weil in unserem Händen sind die ganzen Planeten, eigentlich unserem Sonnensystem reflektiert sich da auch wieder. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt euren Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus ein Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt
das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.